So, du hast auch einen Trigger erreicht. Ah, cool, dann sind die jetzt alle oben beim Feld angekommen. Das heißt, wir können den mal entlassen. Hier fahre ich schon die ersten Früchte kaputt. Wie weit ist denn Stefan beim Verdichten? 100%, alles klar. Kommst du raus, nimmst du Gewicht hoch und dann kommt der nämlich auch noch gleich rüber. Dann sind die nämlich da drüben wieder am Abfahren. Das ist nämlich, das war aber ein Stunt. Das war ja GTA-Style. Das war ja cool. dann kann er nämlich auch gleich rüber. Da holen wir uns nämlich auch nochmal vom RSM die Strecke. Da ist sie. Zack. Holen wir uns die vom RSM. Dann kriegen wir den nämlich die Nacht auch noch mit rübergebracht zum Feld 22. Und dann können die morgen früh gleich mit der Ernte da anfangen. Und dann das Silo 3 halt folgt. Nee, gar nicht wahr. Wir wollten das von dem Feld wollen wir ja für den Kuhstall haben, ne? Dass wir da dann wieder Silage kriegen. Aber wir müssen echt unbedingt. Na gut, ich kriege auch ein bisschen Silage. Silage kriege ich ja hier von der BGA. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir noch viel, viel mehr. Ja, halt bitte an. Wir haben den Anhänger dabei. Genau, der Hürlimann steckt jetzt. Der Hürlimann steckt hier im Stau. Zack, aus. Da liegt noch Holz rum. Wo ist denn? Ah, cool, der ist in den letzten Runden. Dann haben wir das ja auch gleich geschafft. Und tatsächlich gar nicht so viel überzogen. Wo ist denn mein Freund, der Igor? Der ist hier gerade unterwegs. Bei Nacht und Nebel fahren wir Mist durch die Gegend. Das ist nicht toll. Wenn das jemand mitkriegt, ne? Alles klar. Alles klar. Da denkst du, da habe ich gedacht, alles klar, der kriegt das schon hin. Und nee, der steht da immer noch und fährt seine Runden im Kreis und fährt und fährt und fährt. Und wenn ihn keiner wegholt, dann fährt er da heute immer noch. Man gut, ich bin gerade hier mal dabei, durchzuseppen, sozusagen. Wir können mal überlegen, wie wir das mit der Strecke jetzt gleich machen. Und zwar, pass mal auf, das kann ich ja schon mal einfahren. Dann haben wir das nämlich auch gleich erledigt. Beziehungsweise, ja, dann würde ich nämlich hier ihn starten lassen. So, nehmen wir mal raus. Das sind jetzt ja zwei Streckenabschnitte, muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Weil es muss ja beladen am Startpunkt sein. Das heißt, wir fahren jetzt einmal vorbei und dann fahren wir quasi wieder, ja, nachdem wir da oben einmal gewendet haben, fahren wir dann quasi wieder vor den Teleskoplader. Ich hoffe, dass das funktioniert und ich ihn nicht trigger, wenn ich jetzt hier dran vorbeifahre. Ne, nicht getriggert. So, dann würde ich nämlich hier die Kurve machen oder den Kreis ziehen. Und hier vorne beim, ja, hier hören wir dann halt gleich auf. So. Jetzt natürlich die Frage. Alles klar. Jetzt natürlich die Frage. Nach was könnte ich denn mal suchen? Beziehungsweise wie nenne ich das Ding jetzt hier? Kuhmist. Ah, wir machen Mistlager. Und dann Mistlager Kuhstall Ende. Genau. So nennen wir das. Dann fahren wir jetzt mal ein kleines Stückchen vor. Ich glaube, das reicht schon, wenn wir hier hinfahren, oder? Er wird auf jeden Fall getriggert. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Jo, alles klar, das sieht gut aus. Dann basteln wir mal. Mache ich hier die Kursaufzeichnung wieder an. Holen wir ein paar Kreuzungspunkte, weil wir hier eine kleine Kurve brauchen. Passen auf, dass wir einigermaßen an den anderen Spuren vorbeifahren.
Weil es ja doch mal sein kann, dass die sich hier entgegenkommen. Und hier stoppe ich das dann. Und das nenne ich dann auch Kuhmistlager. Ne, Mistlager Kuhstall Anfang ist das denn. Mistlager Kuhstall Anfang. Alles klar. Das ging jetzt nicht komplett auszuschreiben, weil es halt mal wieder nicht ging. Aber es macht nichts. So, den Ernie kann ich nämlich jetzt tatsächlich auch eher gebrauchen auf dem Feld 27 zum Grubbern, ne? Das kann er auf jeden Fall die Nacht durchmachen. Dann schicke ich ihn nämlich da auch jetzt gleich hin mit dem Grubber. Da das ja mit dem Anhänger nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle, machen wir lieber das so. Zack, der kann hier bleiben. Die Strecke kommt da raus. Das sieht gut aus, ne? Ja, das sieht gut aus. Da habe ich nichts, habe ich nichts anderes erwartet. So, dann müssen wir jetzt irgendwie wieder zum Feld, nee, 29, ne? Zum Feld 29 müssen wir jetzt ja hochbekommen. Und, vor allem müssen wir auch gleich das Gewicht dann wieder umschnasseln, dass das dann hinten dran ist. Kommt mir da gerade entgegen. Ah, das müsste Stefan sein, glaube ich, ne? Jo, das sieht nach Stefan aus. Alles klar, moinsen. So. Dann haben wir nämlich, wenn wir das Feld, wenn wir das Feld 29 auch gegrubbert haben, haben wir da nämlich auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Können uns darum kümmern. Ja, dass wir dann nach und nach wieder überall was reindrillen. Die Frage ist halt, ich hoffe, dass wir einigermaßen Geld kriegen. Dann kann es tatsächlich sein, dass wir doch ziemlich bald noch einen neuen, doch jemanden wieder einstellen. Aber das mache ich nicht diesmal, also nicht in dieser Aufnahmesession. Ich will tatsächlich erstmal rausgucken, wer von euch als letztes Mal oder als erstes Mal geschrieben hat, hier bitte, ich möchte auch mit reinkommen. Ich muss da wahrscheinlich einen Monat oder zwei zurückscrollen in den ganzen Kommentaren. Das wird eine ganz schöne Arbeit. Aber das macht nichts, das werde ich machen. Und dann gucken wir mal an. Hof zur BGA, genau. Dann gucken wir mal, wen wir da als nächstes einstellen werden, als nächsten Abfahrer. So, 29. Feld 29 von BGA. Und genau, das ist der komplette Kurs. Dann haben wir nämlich Ernie da wieder beim Feld 29. Dann kann der da nämlich hier schön ein übergrubbern. Und dann läuft das nämlich da auch. So, der Deutz TTV ist auch... Oh, der Deutz TTV ist fertig. Matthias, saugeil. Saugeil, dass du fertig bist. Ich glaube, den schicke ich auch zum Feld 29 zum Düngen. Das ist zwar eigentlich keine so hundertprozentige Aufgabe für so ein krasses Gerät, aber den schicke ich, glaube ich, erstmal dahin. Oh, Igor fährt da hinten gerade. Oh, cool, das gucken wir uns mal an. Da haben wir Glück gehabt. Glück gehabt, dass wir das jetzt gerade sehen. Igor fährt da gerade drauf. Ich hoffe mal, das funktioniert. Aber ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass da noch ein Gewicht dazwischen hing und dadurch dass der Anhänger halt ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat. Außer natürlich, er macht jetzt den gleichen Fehler hier. Dann liegt es am Anhänger. Ja, dann liegt das tatsächlich am Anhänger. Oder ist es der falsche Modus? Okay, in diesem Fall ist es tatsächlich der falsche Modus. Mal gucken, ob ich den nochmal jetzt raufgeworfen kriege. Das war der falsche Modus jetzt gerade eben. War das vorhin beim New Holland auch, also bei Ernies Trecker auch der falsche Modus? Ich glaube nicht, oder? Da habe ich doch extra darauf geachtet, dass es beladen am Startpunkt ist. Aber jetzt hier funktioniert das nämlich. Da lädt er. Oh, fuck. Ich hab mein Glas so voll gemacht, dass da jetzt eine Kuppe drüber ist. Scheiße, ey. Okay.
Ja, normalerweise würde ich da was abschlürfen von, aber ich habe ein Mikrofon im Gesicht hängen, also wird das nix. Ich lach mich tot, ey. So, kommst du hier weg? Jo, alles klar, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich da jetzt gleich doch irgendwie gegenkomme und der ganze Scheiß mir dann umschwappt. Um Himmels Willen, ey. Was mache ich denn hier schon wieder, ey? Doch, ich muss das mal machen. Sonst sterbe ich. Eieieiei. Hier erlebt ihr Sachen in diesem Let's Play, ne? Hier erlebt ihr Sachen. So, ich habe mal einen ganz kleinen Schluck abgetrunken. Mein Glas ist immer randvoll. Ne? Also, gar keine Frage, mein Glas ist immer randvoll. So. Yes! Seppi ist fertig mit dem Drillen. Sauber, Dude. Sauber. Pass mal auf, dann schicken wir dich auch irgendwo hin. Und zwar kannst du nämlich jetzt auch erstmal zur BGA rüber, beziehungsweise zum Feld 11 möchte ich dich eigentlich als nächstes haben. Das bedeutet Feld 3. Da brauchen wir auf jeden Fall ÖLW anfangen. Dann brauchen wir diese Vierergeschichte. Feld 4 zur BGA. Ja, wenn du da bist, dann werde ich dich mal neu einstellen. So, Beginn am 1. Los geht die wilde Fahrt. So, du bist hier gerade am Hochfahren. Das ist interessant, als ob selbst Ernie hier bei dem Berg Probleme hat, ne? Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. So, Matthias müssen wir einmal rüberbringen zum Matthias müssen wir einmal rüberbringen zum Lohnunternehmer, zur BGA, weil ich ihn einmal kurz in die Waschanlage stellen möchte. Dann kriege ich ja den Dingsstreuer dran. Und wir werden jetzt, ich werde jetzt vorspulen. Ich werde jetzt vorspulen, dass wir den nächsten Tag bekommen. Und dass da dann vorangeht. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis Igor hier rauskommt. Können wir nämlich gleich auch den Traffic aufhalten. Guten Tag. Viel Spaß. So. Stellen wir Matthias mal kurz unter die Dusche. Beziehungsweise Sprit kriege ich auch neu. Ah, ist das schön. Jetzt tanken wir und, na, tanken, jetzt tanken wir, sage ich gerade. Und alles wird aufgefüllt. Wir kriegen gleich, und gleich kommt dann Dünger rauf auf die Felder. Und, oh, yes, 640.000. Alter Vater, ey, die Kühe sind, ihr bringt mir so viel Geld. Das ist so ein Wahnsinn. Wow, 640.000 für Milch. Wie wahnsinnig ist das denn? Das ist so richtig, richtig, richtig krass. So, aufgetankt. Dann einmal Wischiwaschi machen. Aber mit 640.000 auf der Seite. Mal ohne Spaß, ne? Also ohne Witz. Ohne Witz. Also, 640.000, ne? Nehmen wir mal nur 600.000. Alles klar. Es ist genug Geld für die nächsten 240 Abonnenten da. Kein Problem. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir den Grubber da vorne untergestellt kriegen. Dann will ich mir einmal ganz kurz die Düngemaschine mitnehmen. Und dann schicken wir ihn auch zum Düngen aus Feld 29. Das können wir aber alles schon einstellen. Komplett. Ich sehe hinten raus gar nichts. Haben wir hinten kein Licht? Doch, haben wir. So, das stellen wir schon mal ein. Sobald wir den Streuer dran haben. Den Düngerstreuer. Ah, schön, jetzt sieht man wenigstens ordentlich was, ne? Ich bin echt darauf gespannt, wie im LS17 die Lichteffekte werden, wie denn da so die ganze Ausleuchtung sein wird und so weiter und so fort. Das soll ja unglaublich werden. So, Feld 29, ne? Genau, 29. Nordwesten Richtung Osten ist ganz in Ordnung. Wir machen aber den Wendekreis oder die,
das Vorgewende ein bisschen kleiner. Und ja, wir brauchen 29 zur BGA. Dann brauche ich Saatgut. BGA Saatgut, das müsste die richtige Strecke sein. Und dann müssen wir wieder 29er Feld anpeilen, ne? Oh, ich muss aufpassen, dass ich die die Uhr gleich wieder zurückstelle. Die Uhr ein bisschen im Auge behalte. Ach Mist, hier ist jetzt noch der Anhänger. Ist jetzt gleich 5. Bis 6 wollte ich eigentlich gerne. Bis 6 wollte ich warten und dann wieder. Und dann wieder, ne? Auf Normalzeit machen. 6 ist eigentlich immer eine gute Uhrzeit, weil dann ist es wieder schön, schön hell und alles. Und dann freuen sich alle. So, ist natürlich neblig jetzt. Sauber. So, pass mal auf, ich mache jetzt die Geschichte mal runter. Oh, krass. Was für Nebel auf einmal. Nebel des Grauens. So, einmal auffüllen. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.